Herzlich willkommen im Kunstraum Villa Friede. In dieser Ausstellung zeigen wir drei Künstler aus Asien. Alyosha zeigen bunte fliegende Installation. Laiko Ikomura aus Japan zeigte Malerei. Gao Yutao zeigte bunte Installationsfotografie. Und das ist eine interessante Dialogausstellung. Mein Name ist Julia Ritterskamp. Ich lebe und arbeite in Düsseldorf, wo ich auch einen Ausstellungsraum betreibe. Ich bin Kuratorin für zeitgenössische Kunst und beschäftige mich auch mit Sammlungsmanagement und Kunstberatung. Hier diese Ausstellung, Metamorphose à Trois, heißt der vielleicht etwas provokante Titel. Man denkt ja an die Ménage à Trois. Den habe ich gewählt, weil alle drei Künstler metamorphotisch arbeiten. Was heißt das jetzt, metamorphotisch arbeiten? In allen Werken ergießt sich das eine aus dem anderen, ergibt sich das eine aus dem anderen. Es gibt Vermischungen zwischen unbelebter Materie und Leben, Mensch und Tier. Insofern war das einfach der passende Titel für diese Ausstellung in der Villa Friede in Bonn. Ja, mein Name ist Teil von Belgien. Ich bin der Direktor des Osthaus-Museums in Hagen. Wir haben seit einigen Jahren eine sehr interessante, sehr fruchtbare, sehr substanzielle Kooperation mit der Villa Friede in Bonn, namentlich mit Ren Rong, der das Ganze natürlich leitet und auch kuratiert. Und diese Beziehung führt dazu, dass wir unser internationales Programm, was sich auch auf die asiatischen Länder selbstverständlich bezieht, erweitern und auch für die Zukunft sozusagen auch richtig mit Hoffnung dann auch versehen werden. Warum? Weil wir sehr lange ein eurozentristisches Bild hatten. Das heißt also, wir haben hauptsächlich westliche Kunst in vielen Museen der Bundesrepublik ausgestellt, also auch der alten Bundesrepublik. Und das hat sich Gott sei Dank gewandelt. Und wir sind nach Osten, nach Süden, nach Norden und natürlich auch nach Westen selbstverständlich auch sehr, sehr viel offener heute. Und diese Freundschaft, diese Kooperation zweier Museen oder eines Museums und eines Kunstortes manifestiert das Ganze. Yutao Gao war meine Entdeckung 2016 beim Rundgang in der Düsseldorfer Kunstakademie, wo er seinen Abschluss bei Katharina Fritsch machte, auch als Meisterschüler. Er hatte einen ganz eigenen Stil entwickelt, indem er historische Postkarten über einen Scanner zieht. Er nennt es Streicheln mit leuchtender Hand. Und so entsteht an diesen Postkarten ein Regenbogenschweif. Yutao Gao verbindet so Vergangenheit mit Zukunft und beschäftigt sich sehr mit Geschichte in seinem Heimatland und auch in Europa. Ja, mein Name ist Yutao Gao, ich komme aus China und ich habe von 2015 bis 2019 in Kunstakademie Düsseldorf studiert. Das ist meine Fotoserie. Er hat die Titel, die Damoklesstern. Ja, weißt du, es gibt zwei Teile, die Hintergrund und der Vorgrund. Die Vorgrund, die Hauptfigur, das entsteht aus den kleinen Postkarten. Denn ich habe diese Postkarten auf Flow Market und Internet gekauft. Dann habe ich diese Postkarte und, über einen Scanner gemacht. Und die Hintergrund, es kommt aus dem Philos Minaha. Minaha, Steine. Steine, ja, genau. Und wenn man nach oben sieht, es gibt ein großes Minaha. Das bedeutet Shinkesa. Weißt du, Shinkesa. Wie man sagt, die Wahrnehmung der Bedrohung, wie Damokles Schwert schwebt. Über unseren Kopf, ja, und die Gurten kann auch von ihm nicht fliehen. Ja, das ist meine Idee. Ja, und es gibt ein, zwei, vier, die Damoklesstein
Fotoserie. Ja, es gibt vier verschiedene Steine. Es bedeutet verschiedene Geschichte und Bedeutung. Ja. Aljoscha ist ein Künstler, der letztendlich eine neue Kunstrichtung entwickelt hat, den Bioismus oder Biofuturismus. Er geht davon aus, dass die Arbeiten, die er herstellt, aus fließenden Acrylformen, die durch Erhitzung gebogen werden, die in Elementen arrangiert werden, von einer Deckeninstallation in einer Kathedrale, also riesig, bis hin zum kleinsten Intervention irgendwo in einer Ecke, dass diese Formen theoretisch, wenn die Forschung weiter sein würde, zum Leben erwachen könnten. Ich heiße Aljoscha, ich komme aus Düsseldorf und ich arbeite eigentlich im Bereich von Biofuturismus. Man nennt solche Sachen auch als Bioismen, das heißt, man könnte es auch als Bioismus bezeichnen und es geht um Prototypen von künftigen organischen Leben. Es ist quasi ausgedacht, zukünftigen lebendigen Organismen. Es geht um teilweise synthetische Biologie und teilweise um Bioethik. Ich habe erstmal eine Vision für sicher jeden Raum. Deshalb alle Installationen sind ortsbezogen, individuell. Und nach dieser Vision wird es einfach gemacht. Die Installationen werden angefertigt in Einzelelementen, das heißt, jede einzelne Skulptur ist ein Kunstwerk für sich selbst und dann werden die zusammengebildet, wie unsere Gesellschaft auch ein Wesen ist, genauso sehen wir es hier. Ich arbeite grundsätzlich sehr viel mit Farbe und Acryl ist auch eine Art von durchsichtiger Farbe, die ich teilweise auch pigmentiere, in dem Fall in Pink. Aljoscha wurde als Zweiter dann dazu komponiert, weil es einfach sehr schlüssig war, formal und inhaltlich, zu Yutao Gao. Ja, und jetzt war noch ein Ehrenplatz frei und ich bin sehr glücklich, dass die international bekannte und erfolgreiche Künstlerin Leiko Ikemura zugesagt hat, für diese Ausstellung auch Leihgaben über die Galerie Carsten Greve zu geben. Sie arbeitet eben auch, passend zum Titel der Ausstellung, metamorphotisch. Wenn man ihre Werke sieht, zum Beispiel die Malerei, dann sieht es aus wie ein Stein und man guckt näher hin, dann ist es ein Mädchenkopf. Oder eine Katze sitzt auf einem Mädchenkörper. Oder ein Baum hat auf einmal eine Art von Finger. Das ist die Malerei, die immer ein kleines Sfumato hat. Also sie wirkt so, als wäre sie hinter einem kleinen Schleier. Das macht dann so etwas Geheimnisvolles noch aus. Ja, sie arbeitet aber auch als Bildhauerin. Und auch dort ist es so, dass sich unbelebte Materie mit belebter Materie, Tier mit Mensch, dass sich alles in ihren Skulpturen vermischt. Als dritte Gattung haben wir die Papierarbeit, die sie ebenso meisterlich beherrscht wie die beiden anderen. Und dort verschwindet die Linie manchmal im Nichts. Ja, das hat auch so einen zeitlichen Aspekt, dass alles verschwindet, alles irgendwann geht. Mein Name ist Leiko Ikemura. Diese Bilder sind entstanden schon seit einigen Jahren. Da war die Zeit, in der ich untersucht habe, was entstehen aus der Malerei selbst. Ich habe keine Landschaft gemalt, sondern die Malerei wurde Landschaft. Ich habe kein Gesichter gemalt, sondern es wurde Gesichter. Also es geht um diese Bewegung, der im Grunde in uns innerlebende Rhythmus, dem nachgehen. Es ist wie ein Tanz, wie eine Meditation, wie in den Traum zu gehen und aus unserem inneren Leben Bilder zu holen. Ich glaube, ich möchte damit auch den Zuschauern und Unterbewussten oder Unbewussten ansprechen
ohne aber so eine Deutungswege zu geben. Jeder soll für sich selber entdecken.